Jack soll das Auto, das ich suche, gestohlen haben. Nicht verkehrt, ihm ein paar Fragen zu stellen. Mir ist schlecht. Schweißausbruch, Hände zittern. Hoffentlich geht es gut. Hey, Weißbrot! Was willst du denn hier? Norman Jaden, FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gucken. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Ein Röhrchen Triptor. In meiner Tasche. Der blaue Chevrolet ist meine einzige Spur. Ich sehe mir das lieber mit ARI an. Man weiß ja nie. Ich traue dem Typen nicht. 24 Stunden. Mir bleiben weniger als 24 Stunden, um Sean Mars Leben zu finden. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Keine Hilfe, dieser Mad Jack. Entweder hat er eine weiße Weste, oder er hat was zu verbergen. Blut. Warum ist hier Blut? Die Blutspur führt zum Säurebad. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Das ist nicht das richtige Auto. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert.
Ein paar blaue Farbspuren, die gleichen Reifenspuren. Kein Zweifel, das Auto des Mörders war hier. Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen. Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie! Ah, du hast mir meine Nase gebrochen! Als nächstes ist dir Schädel dran. Na los, raus damit! Ich hab keine Angst, Mr. CSI. So tough bist du nicht. Ist Ihnen vielleicht kalt, Jack? Die Benzintanks sorgen sicherlich für ein hübsches Feuerwerk. Scheiße, Mann, nicht das Benzin! Wir sagen, es war ein Unfall. Oder besser, ich werde das sagen, denn Sie können ja dann leider nicht mehr reden, nicht wahr, Jack? Du verrückter Wichser, du bist nicht ganz dicht, Mann! Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben? Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Was? Die lassen jetzt schon Junkies zum FBI? Gott schütze Amerika. Ich helfe dir jetzt mal mit deinem kleinen Drogenproblem, 007. Dauerhaft. Thank you.
Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hätte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich hab Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Die Frau hat Nerven. Wirklich wahr. Ich hab mir mal Ihren Bademantel geborgt. Steht Ihnen gut. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln... ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber... ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Thank you.
Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Je schneller wir das Grab finden, desto schneller kommen wir von hier weg. Sie ist überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Und ich finde, wir verschwenden unsere Zeit auf diesem verdammten Friedhof. Eigentlich müsste ich Gordy Kramer befragen. Stattdessen stehe ich bei strömendem Regen auf einem Friedhof und suche das Grab eines Kindes, das seit 30... Verzeihung! Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus! Ein Stück weiter hinten! Danke. Das Mädchen weiß genau, was sie will. Bringt nichts, mit ihr zu streiten. Ich hasse Friedhöfe. Die ziehen mich total runter. Es ist kalt, es regnet. Ich bin draußen und völlig durchgeweicht. Ich liebe meinen Job. Das muss ich ihr lassen. Sie ist wirklich eine entschlossene Frau. Hey, Lauren! Hier ist es! Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner! Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Ihr nichtsnutzigen Sträuße! Macht euch gefälscht hier raus! Los! Haut! Ihr verfluchten Rotzbengel! Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt! Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich wette, du kriegst mich nicht! Mami kommt erst später von der Arbeit. Sie würde uns vor ihm beschützen. John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern spielen gehen. Lieber draußen nass werden, als drin seine Wutausbrüche abzukriegen. Die Baustelle ist verlassen. Ein super Spielplatz. Jetzt mach hin! Ich mach...
John ist zu schnell. Er wartet nie auf mich. Na los. John ist durch das große Rohr. Was er schafft, schaffe ich auch. Ich glaube, er ist hier runter. Ich habe keine. Jetzt mach schon! Ich habe keine Angst. Was er kann, kann ich auch. Mann, oh Mann, er ist verrückt. Wir brechen uns das Genick. Es ist Zeit für den Todesschuss! Warte!
spielen wir Verstecken. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Sie überrascht mich schon wieder. Dabei mag ich Überraschungen eigentlich nicht. Das war's hier für uns. Wir gehen. Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Das war's hier für uns. Wir gehen. Halt! Was ist los? Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Er legt Blumen auf John Shepherds Grab.